Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in der Jodde. Ich habe euch vor kurzem schon den G-Stove hier vorgestellt und habe da noch ein neues Gimmick dazu, das ich jetzt einfach unbedingt ausprobieren muss. Und zwar handelt es sich um einen sogenannten Pipe-Ofen. Pipe-Ofen heißt nichts anderes, wie dass es ein Backfach ist, was ich hier oben ins Ofenrohr reinmontieren kann. Und genau das ist das, was mich jetzt interessiert. Kann ich mit so einem Zeltofen, kann ich da Wäckchen backen? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das Backfach muss einfach nur aufgesteckt werden ins Ofenrohr, also kein besonderer Aufwand. Und jetzt werden wir einfach hier mal kräftig anfeuern und dann auch gucken, was da für eine Temperatur dann da auch rauskommt. Kann man ruhig ein bisschen was reinpacken. So, und unsere Anzünder, die machen wir eher etwas oben drauf. Und dann starten wir hier. Noch ein bisschen Holz drauf. Und na, dann darf das jetzt einfach hier mit offener Klappe, darf das jetzt hier einfach mal richtig durchziehen. Und dann, wenn er nachher richtig brennt, gucken wir auf die Backraumtemperatur. Vorbereitet habe ich einen Hefeteig. Den knete ich jetzt nochmal durch und forme kleine Weckle draus. Dann haben wir nachher was zum ins Backfach reinschieben. Ein ganz normaler Hefeteig. In dem Fall ist ein halbes Kilo Mehl, 300 Milliliter Wasser, etwas Hefe und etwas Salz und das Ganze geknetet und gehen lassen. Und schöne Weckle kriegt man halt, wenn ich sie so wirke tue. Das heißt, ich nehme einfach hier einen Teigbolle, drücke den flach und klappe den immer wieder nach innen rein. Dadurch kriegt der Teigbolle ein bisschen Spannung und es gibt eine schöne runde Kugel. Die Frage, wie hoch unsere Backfächer sind und wie dick die aufgehen, was dann nachher dann auch wirklich da reinpasst. Also ich glaube, eigentlich sind sie fast schon zu dick, aber das probieren wir nachher einfach aus. Thank you.
wenn ich in unserem Backhaus eine Temperatur von 270 Grad erreicht habe, dann ist das schon mal eine gute Temperatur zum Brotebacken. Also kleine Weckle kann ich ja mal bei 300 Grad machen oder Baguettes oder so, das funktioniert auch. Von daher glaube ich, dass wir jetzt so einigermaßen die richtige Temperatur im Ofen erreicht haben. Und jetzt riskieren wir das einfach mal. Jetzt nehmen wir zwei Weckle, legen die mal hier auf unser Backrost drauf und dann schauen wir einfach, was hier passiert. Ihr seht, das Backfach bringt doch eine ordentliche Hitze mit. Also die Wecke waren jetzt vielleicht 6-7 Minuten drin bei der Temperatur und sind schön kross gebacken. Also so kross, dass die uns hier auch im Gitter angebacken sind. Teig, also wenn man diese Gitterroste verwendet, muss man wahrscheinlich ein etwas festerer Teig machen. Oder ich bräuchte halt schieben kann, dass mir der Teig nicht so durch das Gitter durchläuft. Die Weckle sind durch und ich vermute mal, dass sie einfach auch lecker sind. Frisch aus dem Backofen, könnte man sagen. Dann haben wir jetzt die nächsten zwei drin. Die probieren wir auch noch. Die habe ich jetzt mal oben mit der etwas angetrockneten Seite auf der Rost draufgelegt, dass sie einfach nicht so durch der Rost durchsinke. Aber die werden auch gut werden. Von daher, das Backfach ist gut geeignet, um verschiedene Dinge auch zu machen. Sag mal, Kuchenbacke muss man ein bisschen experimentieren, wie man mit der Temperatur hinkommt. Aber Brot, Brötchen, Baguette, alles was schön knusprig, heiß gebacken werden darf, das funktioniert wunderbar. Und ansonsten lässt sich der Ofen natürlich und auch regeln mit dem, was ich an Hitze dann auch überhaupt erstmal in das Backfach hoch transportiere. Das soll für heute der Versuch gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich mache jetzt hier noch in aller Ruhe die Weckle fertig. Aber ich sage schon mal Tschüss, euer Ralf von Jodeland.